Hallo, ich bin Jessica Guttenberger. Ich habe hier einen ganzen Fragenkatalog von Völke zugeschickt bekommen und wir starten hier mal mit der ersten Frage. Was fällt dir an anderen Menschen als erstes auf? Also an anderen Menschen fällt mir als erstes natürlich auf der Gesamteindruck. Was haben die an? Wie sind die gekleidet? Wie bewegen sie sich? Und wenn ich Menschen ein bisschen besser kenne, dann kann ich auch ganz schnell spüren, wie es ihnen geht. Geht es ihnen gut heute an diesem Tag? Gibt es etwas, was sie bedrückt? Sind sie nicht so gut drauf? Sind sie traurig? Sind sie fröhlich? Das kann ich irgendwie ganz schnell spüren, wie es einem Menschen geht. Frage 2. Lieber wilder Abenteuerurlaub oder entspanntes Luxushotel? Also eigentlich eine Mischung so von beiden. Ich mag keinen Campingurlaub und Luxushotel ist auch nicht so meins. Am besten irgendwie ein Ferienapartment oder Ferienhaus, wo man auch selber kochen kann, wo man Garten hat und unbedingt Kultur. Also ab und zu ein altes Gemäuer oder sowas, das ist super. Und ich fahre nicht gern zweimal an den gleichen Ort. Also am liebsten jedes Mal irgendwie was Neues. Dritte Frage. Welches Talent könntest du anderen aus dem Stand beibringen? Ich habe ganz viele Talente, aber ich kann nichts wirklich richtig gescheit. Also ich kann ein bisschen malen, ich kann ein bisschen zeichnen, ich kann ein bisschen stricken, ich kann dies und das. Was ich aus dem Stand gut kann, ich kann sehr gut improvisieren und ich kann aus nichts irgendwie was Schönes machen. Also ich kann im Wald gehen und komme mit irgendwie einem ganz tollen Gebinde zurück oder ich kann einfach ja sehr gut improvisieren. Du kannst mich vor eine Gruppe von Kindern stellen und ich kann die 2 Stunden lang unterhalten und mit denen spielen oder sowas. Das kann ich gut. Die nächste Frage: Über welches Thema könntest du ewig erzählen? Was bewegt dein Herz am meisten? Ja, das ist wirklich Gemeinde. Also Gemeinde und Leiterschaft, alles was mit Gemeinde, Reich Gottes und sowas zu tun hat, das bewegt mich am meisten. Das war schon seit ich Christ geworden bin, in den Anfang 20, so mit 21, hat mich das nie losgelassen. Ich hatte auch Theologie studiert. 8 Semester, habe dann das Studium geschmissen, weil ich unbedingt Kinder haben wollte, habe es auch nie bereut. Aber so ganze theologische Themen, so wo steht die Vineyard jetzt gerade, wie können wir Vineyard-Leiter unterstützen, was ist unsere Rolle als Christen in der Gesellschaft, wie hat sich die Gemeinde verändert durch Corona, was hat das mit uns gemacht, das sind alles Fragen, die mich sehr beschäftigen und wo Michael und ich auch viel lesen. Und dann immer wieder darüber austauschen, miteinander ins Gespräch kommen. Das sind Sachen, die mich persönlich bewegen. Auch wie kann ich meinen Glauben weitergeben heutzutage? Ich arbeite im Secondhand bei uns in einer sozialen Einrichtung, die wir von der Gemeinde aus gegründet haben. Und da komme ich mit ganz vielen Menschen aus einfachen sozialen Schichten zusammen. Und wie kann ich dort ein Segen sein? Wie kann ich den Menschen dort Jesus vermitteln? Ich bete für ganz viele Menschen einfach um Heilung und es passieren immer mehr Geschichten zur Zeit, wo Menschen geheilt werden und das begeistert mich. Und wie können wir auf eine ganz praktische Art und Weise dort Menschen helfen und ein Segen sein für diesen Stadtteil dort, wo ganz viele ausländische Familien auch wohnen, Familien, die schlecht Deutsch sprechen, Familien, wo es teilweise drunter und drüber geht. Und wie kann ich einfach da sein und diesen Menschen zuhören und einfach durch kleine Aktionen ein Segen sein für sie. Ja, das sind so Themen, die mich beschäftigen. Wie kann Gemeinde wirklich Unterschied machen? Wie kann Gemeinde relevant sein für Menschen, die mit Glauben gar nichts zu tun haben? Darüber könnte ich ewig reden und ich freue mich auch auf ganz viele Gespräche mit euch.